Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem nächsten Video. Heute geht es mal um Foodpacks. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, dann bleibt dran. So, wir haben heute mal zwei verschiedene Hersteller Foodpacks, einmal Track & Eat und einmal Tactical Foodpack. Und ich habe die beiden schon ausgiebig getestet, habe auch Freunde schon testen lassen, meinen großen Sohn schon testen lassen. Eigentlich waren alle begeistert und für Janine ist das heute tatsächlich Premiere. Die ist das erste Mal welche von diesen Foodpacks, weil sie immer nicht dabei war und wir eigentlich eher frische Sachen kochen. Aber Foodpacks sind unter Umständen richtig cool, wenn ihr keine Chance hattet einzukaufen oder spontan frei steht. Oder für die ganzen Survival-Freaks unter euch, ihr kennt die wahrscheinlich. Aber zwei verschiedene Hersteller, das ist keine Werbung. Wir haben die gekauft, weil wir die selbst testen wollten. Wir haben die nicht gesponsert bekommen. Ich packe trotzdem unbezahlte Werbung in das Video, dass ihr Bescheid wisst. Und dann fangen wir mal an. Im Prinzip sind diese Foodpacks relativ einfach aufgebaut. Das ist ein Zipperbeutel. Und der Inhalt ist gefriertrocknet, ähnlich wie bei so einer 5-Minuten-Terrine oder ähnlichen Fertigprodukten, die ihr so kennt. Allerdings sind die ein kleines bisschen geiler. Also erstmal, die schmecken aus meiner Sicht, das ist mein persönliches Empfinden, deutlich besser. Die Nährstoffe sind deutlich besser, erinnern mehr an eine tatsächliche Mahlzeit und nicht an irgendwelche China-Pappnudeln, die eigentlich, wie die meisten vielleicht sogar wissen, nur aus Zellulose bestehen und eigentlich überhaupt keine Nährwerte haben. Und die Zubereitung ist spielend einfach. Das bedeutet, es steht auf jedem Foodpack hinten drauf. Das ist, ne, es gibt viele Hersteller. Wir haben, wie gesagt, nur zwei. Das wäre Track & Eat und Tactical Foodpacks. Und welcher tatsächlich besser ist, werden wir gleich austesten. Aber die Zubereitung steht hinten drauf. Im Prinzip braucht ihr eigentlich nur kochendes Wasser und reißt den Beutel einmal auf, füllt das kochende Wasser rein, rührt einmal rum, macht das Ganze wieder zu und wartet dann, in dem Fall bei dem wären es 5 Minuten, okay. Bei manchen sind es 10 Minuten, das ist immer unterschiedlich. Und dann rührt er das nochmal um und dann könnt ihr auch schon essen und es schmeckt in der Regel eigentlich wirklich für Fertigessen sehr, sehr gut. Ich bin absolut begeistert. Fangen wir mal an. Wir bereiten den ersten zu. Welchen hast du dir ausgesucht? Und ich habe mir ausgesucht Spaghetti Bolognese. Mal gucken, da ist nämlich nichts drin. Hier gibt es auch ganz leckeren, weiß ich nicht, ob der lecker ist, aber es hört sich lecker an. Reispudding mit Beeren, aber da ist Sahne drin. Nichts für mich. Und dann haben wir noch Reis und Pork und Curry Chicken. Und was haben wir hier? Wo steht denn das drauf? Bei dem? Das steht auf der Rückseite. Okay. Und zwar Nudeln in vegetarischer Bolognese. Jetzt wäre das natürlich, man könnte jetzt mal vergleichen, wie es schmeckt denn Spaghetti Bolognese. Und da haben wir quasi das Pendant dazu von einem anderen Hersteller. Könnte man mal testen. Ich glaube, das war auch tatsächlich, nein, hier ist leider Milch drin. Schade. Ja. Nun gut. Okay. Für alle, die Laktoseintoleranz haben, es gibt tatsächlich laktosefreie Produkte. Und was es auch gibt, das wäre von dieser Firma, es gibt auch vegane Foodpacks. Das ist auch sehr interessant. Haben wir leider, glaube ich, keinen dabei, der vegan wäre. Die war ausverkauft. Wobei, doch. Reispudding. Ach ja, stimmt, ist Sahne drin. Hier ist nichts vegan drin. Entweder ist das mit Fleisch oder halt mit Milchprodukten. Aber du hast ja gesagt, vegan war auch ausverkauft. Vegan war aktuell ausverkauft, woran auch immer das liegt, dass jeder zu Hause aufrüstet. Ich will es nicht erwähnen, aber ihr wisst, was ich meine. Okay, ich würde mal sagen, wir packen jetzt mal Wasser auf den Kocher und kochen mal Wasser und dann geht's ran an den Speck. Ziehen wir durch. Während jetzt das Wasser kocht, wird Janine die Packung schon mal vorbereiten und dann können wir gleich das heiße Wasser reinpacken und dann die 5 bis 10 Minuten warten, je nachdem welche Packung das ist, und dann geht's weiter. Ich reiß das auf. Hier habt ihr so ein, wie bei den Zipperbeuteln. Oh. Nicht, wenn man Hunger hat, jetzt. Okay, so sieht's aus, schaut mal.
Bei den Tactical Food Packs achtet bitte drauf, da ist ein Absorberpäckchen drin. Das solltet ihr natürlich rausnehmen, bevor ihr dann das heiße Wasser reinschüttet. Und die sind dann drin, damit die Feuchtigkeit aus den Päckchen draußen bleibt. Um die Haltbarkeit zu gewährleisten, wird natürlich so ein Absorberpäckchen reingepackt. Dafür sind die Päckchen aber dann auch bis zu 10 Jahre haltbar und ihr braucht euch keine Platte machen. Also im Camper ganz tief vergraben ist definitiv immer irgendwas zu essen oder eben in eurem Trekking-Rucksack. Riecht nach ein bisschen, riecht eigentlich nach nichts. Doch ein bisschen nach Spaghetti, aber das war's auch schon. Wenn ich jetzt das so sehe, bin ich gespannt, wie das schmeckt. Also schlimmer als Kantinenessen kann es jetzt nicht, also aus einer Großkantine natürlich, kann es jetzt glaube ich nicht schmecken. So ein Päckchen Reibekäse wäre jetzt noch geil. Aber gefriergetrockneten Reibekäse ist, glaube ich... Habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob es das überhaupt gibt. Keine Ahnung. Aber ich bin gespannt. Gut, wollen wir mal den Rice and Pork aufmachen? Genau. Ja, genau das gleiche Spiel. Ich hab da wieder das Päckchen. Kommt weg. Und ich habe ein bisschen Angst, dass es jetzt wegfliegt. Hier ist es windig. Riecht auch nicht nach wirklich was. Ganz dezent nach Fleisch riecht es eigentlich. So, jetzt fehlt nur noch das heiße Wasser. Dann kurz warten und dann kann es losgehen. Ich bin gespannt. Übrigens, bei den Tactical Food Packs ist mir jetzt schon direkt aufgefallen, die haben einen kleinen Nachteil im Gegensatz zu diesen Food Packs von Dragon Food. Und das ist nämlich der folgende, ihr braucht eine gewisse Anzahl an Wasser, also in dem Fall sagen wir mal 200 bis 400 Milliliter, je nachdem. Und bei den Dragon Eat ist das ziemlich cool gelöst. Die haben nämlich eine Skala hier an der Seite und die von Tactical Food Pack haben leider keine Skala, das bedeutet ihr braucht einen Messbecher. Und wir haben noch gar keinen Messbecher dabei, haben aber festgestellt, wir haben sowas ähnliches. Wir haben nämlich noch von Babynahrung so ein paar Becher und da ist eine Skala dran. Das ist unsere Alternative. Solltet ihr also diese Foodpacks im Backpack mitnehmen, dann macht euch Gedanken, wie ihr abmessen könnt, welche Menge Wasser ihr jetzt gerade drin habt. Okay, Wasser ist drin. Als nächstes rührt ihr das Ganze einmal um. Und dann verschließt ihr noch den Zipperbeutel und wartet in dem Fall 10 Minuten. Ein Päckchen braucht 9 Minuten, das andere Päckchen braucht 10 Minuten. Ich mache jetzt mal die Stoppuhr an und dann schauen wir mal nach. Jetzt ist natürlich interessant, solltet ihr unterwegs sein und habt tatsächlich nur euren Rucksack dabei und habt hoffentlich Wasser dabei, was natürlich immer wichtig ist, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, ohne Wasserkocher oder ähnlichem einfach diese Foodpacks zubereiten. Das bedeutet zumindest bei den Tactical Foodpacks, das ist wieder ein Benefit dieser Packung. Ihr könnt die nämlich einfach auf ein kleines Feuer stellen und das Wasser somit zum Kochen bringen und die dann damit zubereiten. Was natürlich auch funktioniert, das ist von Tactical, ich weiß schon wieder Tactical Foodpack, aber die haben noch was richtig Cooles, die haben nämlich so eine Heatpacks und das ist ähnlich wie diese Taschenwärmer, die ihr vielleicht aus dem Winter kennt und die funktionieren quasi gleich. Ihr könnt den Inhalt da reinpacken, könnt das Wasser dazugeben, beziehungsweise nur das Wasser, dann diesen Heatpack aktivieren, dann wird das Wasser auf 100 Grad gebracht und kocht in dem Fall. Dementsprechend braucht ihr auch keinen Kocher und habt das alles schon so mit dabei. Was auch nicht zu verachten ist, das ist der Umweltgedanke. Jeder Beutel ist natürlich Müll, diese ganzen Absorberpacks und definitiv auch das Gefriertrocknen ist sehr, sehr energieaufwendig. Mein Gefühl sagt mir, man sollte das nicht auf Dauer machen, das ist definitiv nicht gut für die Umwelt. Aber sollte Not am Mann sein, definitiv eine coole Sache und man kann das schon mal machen. Interessant ist auch an dieser Stelle nochmal zu erwähnen, ihr könnt die Beutel auswaschen und könnt die weiter benutzen, weil im Endeffekt sind sie wasserdicht und sind richtig coole Zipperbeutel und ihr braucht keine anderen kaufen, die sind sogar stabiler als die aus dem Supermarkt. Was auch noch interessant ist, das ist jetzt hier wieder der Tactical Food Pack. Bei den Dragon Eat ist das genau das gleiche, da kommen wir auch noch dazu. Im Prinzip steht drauf, wie groß ist die Portion,
wie viel Kalorien hat diese Portion. Und auf der Rückseite auch nochmal hier im Detail die Zubereitung und die Inhaltsstoffe. Alles im Detail angegeben. Aus meiner Sicht definitiv cool. Der Hersteller von Tactical Food Pack verspricht, nur natürliche Sachen reinzupacken. Keine Geschmacksverstärker, keine komischen Würzmischungen oder ähnliches. Das sind wirklich zubereitete Mahlzeiten, die gefriertrocknet werden. Finde ich sehr geil, weil ich dann weiß, dass es ein kleines bisschen cooler ist als bei diesen fertigen Instant-Nudeln oder ähnliches. Wir sind aktuell bei rund 6 Minuten Wartezeit. Die Spannung steigt. Was auch noch zu bemerken ist, dass es, wenn ihr die Foodpacks mit Wasser befüllt und umrührt, denkt dran, hier an den Kanten auch nochmal ordentlich zu rühren. Mir ist es nämlich schon mal passiert, dass ich bei diesen Beuteln dann tatsächlich am Rand nicht richtig gerührt habe. Und dann war ich so schön am Essen und hatte dann auf einmal gefriergetrockneten Inhalt im Mund. War nicht so angenehm. 8 Minuten sind erreicht. Ich würde mal sagen, wir testen als erstes Lunchtime Beef Spaghetti Bolognese. Das ist sämig geworden. Ich rühre nochmal um. Na, da bin ich ja gespannt. Und wie riecht's? Na, nach Spaghetti. Guck mal, klein geschnittene Spaghetti. Kann man essen? Ich sag ja nur der Reibekäse. Mhm. Die könnten sogar noch eine Minute oder noch 2 Minuten länger sein. Reisenburg, Tactical Food Pack, 115 Gramm und 523 Kalorien. Das ist für jemanden wie mich mehr als nur ausreichend. Wahrscheinlich wären 400 besser. Machen wir auf. Wie sieht's aus da drin? Ja, ich rühre mal um. Das ist so schwer. Ja, ist ein bisschen fester. Hat ein bisschen was von Kartoffelpüree schon fast. Geruch ist super. Wow. Wir reden hier von Fertigessen, ne? Okay, aus meiner Sicht dezente Note Fertigprodukt, definitiv. Aber schmeckt gut. Schmeckt leider gut. Ich find's gut. Vielleicht bin ich nicht wählerisch. Cool. Und? Was macht dein Beutel? Kochst du mal? Lass mal sehen. Mal tauschen mal. Ganz schön trockene Angelegenheit. Ich glaube, die Menge Wasser hat die bei dir gestimmt? Ja. 300. In der Bolognese ist ja, glaube ich, immer ein bisschen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, die Bolognese von Dragon Eat war geiler. Aber ist auch nicht schlecht. Rein optisch, das ist jetzt Reis mit Schwein. Ehrlich gesagt, Reis erkenne ich natürlich nicht viel. So rein optisch ist es keine Augenweide. Geschmacklich fand ich persönlich jetzt Reis mit Schwein deutlich geiler als das Nudelgericht. Was sagst du? Also das Reisgericht fand ich jetzt vom Geschmack her besser. Das Nudelgericht hat wirklich so einen Fertigproduktcharakter. Wie so eine 5-Minuten-Terrine, nur nicht mit so viel Geschmacksverstärker. Ja. Also ich finde manchmal, also wenn man Sachen mit Geschmacksverstärker, das hast du ja gefühlt manchmal bei Chips, dann nächsten Morgen noch im Mund. Das ist total furchtbar.
Bei manchen asiatischen Läden, wo man essen geht, hat man das ja auch. Versuchen wir ja immer zu vermeiden, weil ich diesen Geschmack furchtbar finde. Und ich finde, das ist bei dem hier. Ob ich nachher noch den Geschmack habe, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, ich glaube, es ist eine gute Mahlzeit, ohne dass man irgendwie zu krass satt ist. Also man wird auf jeden Fall von einer Portion satt. Würde ich jetzt sagen. Ich finde auch. Hält mich jetzt aber erstmal nicht davon ab, nochmal das mit den Beeren zu testen. Den Nachtisch. Quasi Nachtisch. Eigentlich ist es eher so eine Frühstücksmahlzeit. Ich bin gespannt, wie das schmeckt. Eigentlich müssen wir jetzt diese Dragonfood-Packung auch noch öffnen. Na, dann mach's. Sonst wäre es ein unfairer Vergleich. Ja, das müssen wir machen. Ich wiederhole es bitte nochmal. Wir sind nicht gesponsert von Tactical Food Pack und auch nicht von Dragon Food oder ähnlichen Firmen. Wir machen das freiwillig. Und es wäre unfair, wenn wir die andere Packung nicht öffnen, weil dann sieht es eigentlich so aus, als nee, machen wir nicht. Wir machen die jetzt auf, bereiten die zu und dann zeige ich euch nochmal das mit der Skala, die ich definitiv bei dem anderen Hersteller deutlich cooler finde und bin gespannt auf die Beeren. Dragon Eat für den fairen Vergleich. Wir haben jetzt hier indischer Kichererbsen-Reistopf. Im Prinzip, das andere war auch schon ein Reisgericht. Würde ich euch gerne mal zeigen. Das ist das mit der Skala, die ich persönlich deutlich cooler finde. Das bedeutet, hier steht, wie viel Wasser ihr drin habt, also eine Zentimeter-Skala. Und hinten steht dann wirklich auch drauf 7,5 cm. Und finde ich persönlich ziemlich cool. Bei den Dragon Eat Packs gibt es zwei Verschlüsse. Der erste ist hier, der zweite ist hier unten. Als erstes, um Wasser aufzufüllen, reißt ihr also diese Seite auf. Da ist mir aufgefallen, dass die anderen deutlich besser aufgehen als die hier. Was aber nicht schlimm ist, die meisten werden wahrscheinlich leider die Packs automatisch dann wegschmeißen. Aber immerhin, ziemlich cool. Und dann ist mir noch aufgefallen, bei den Dragon Eat ist der Zipper hier oben. Und wenn ihr unten aufreißt, könnt ihr die nicht mehr als Zipperbeutel nehmen. Das fand ich bei den anderen besser. Riecht stark nach Curry. Riecht aber nach gutem Curry. Das ist jetzt nicht so dieses 89 Cent Billiggewürz aus dem Kaufregal oder so. Das ist eher das qualitativere aus dem Fachgeschäft, vielleicht für 6 Euro Curry Geruch. Was müsste ja die Masala-Mischung sein, das ist nämlich indisches Masala. Ja, völlig korrekt, aber ich glaube, das ist cool. So. Oder da kennt man den Reis besser, glaube ich, als in dem anderen, ne? Ich bin gespannt. Wow, nicht schlecht. Vom Brennwert haben wir 1438 Kilojoule, was in dem Fall natürlich 344 Kalorien wären. Ihr kennt ja den Faktor 4. Ziemlich cool. Haltbar übrigens bis zum 6.2025. Die sind nicht so lange haltbar wie die anderen. Die waren, glaube ich, 29 die oder so. 10 Jahre haltbar sein sollen. Und hier steht das Haltbarkeitsdatum. Das stand oben irgendwo drauf. Ich glaube, das steht oben drauf. Habe ich abgerissen. Ja, ich war okay. 29 oder so. Gut. Oder 28 war das. Die sind nicht so lange haltbar wie die anderen. Aber nun gut, ihr vergrabt die ja nicht irgendwo ganz unten hinter dem Sandblech in der Botanik. Und ihr wisst schon. Okay, Dragon Eat 7,5 cm. Ich schaue nochmal nach. Ja, 7,5 cm. Ich kipp rein. Und 7,5. Einmal ordentlich rumrühren. Aktuell ist es ein bisschen wie Suppe. Und dann den Zipper schließen. Und den Timer stellen. Leute, das riecht so geil. Kennt ihr diese gefriergetrockneten Beeren? Killer, absolut Wahnsinn. Ich liebe die, ich glaube, ich finde das richtig gut und könnt mir vorstellen, das öfter zu essen. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so gut schmeckt, wie es riecht. Wenn es so schmeckt, wie es riecht, dann würde ich, glaube ich, die anderen Mahlzeiten gar nicht bevorzugen. Wir schauen mal. Wie sieht es drin aus? So schaut es drin aus.
Ich weiß nicht, ob man es jetzt im Video sehen kann. Ich sehe erstmal. Boah, ey, wenn YouTube endlich mal auf Geruch umschalten würde. Mann, Mann, Mann. Besser nicht. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich besser nicht. Na gut. So, die sind soweit fertig. Mit welchem fangen wir an? Mit dem, was wir beide essen können. Okay. Da angelt jemand hinten. Wir fahren gerade etwas verwirrt. Gut. Bei den Track and Eat gibt es jetzt quasi noch die zweite Öffnungsmeile. Die wäre dann hier. Und wieder einmal aufgemacht. Boah, krass, das sieht ich aus, ja. Bin begeistert. Hab aber gerade so einen Fertiggeruch wahrgenommen. Also ich finde, man erkennt die einzelnen Lebensmittelanteile. Ich sehe tatsächlich Reis, ich sehe Kichererbsen. Das hat jetzt weniger was von diesem Brei von dem letzten Gericht. Muss man, glaube ich, auch einfach schauen, welchen Anspruch man selber hat ans Essen. Ne? Nochmal ordentlich umgerührt. Ich weiß, was für ein Geruch du meinst. Das ist dieser typische 5-Minuten-Terrin-Geruch. Ja. Ist jetzt aber verflogen. Der Geruch ist bereits verflogen, tatsächlich. Kleckert. Und rein optisch, aus meiner Sicht, deutlich angenehmer. Also jetzt nicht so meins, ich weiß, warum das andere Brei war. Da ist nämlich der Reis schon vom Löffel geflogen. Der liegt jetzt schon hier auf dem Teller. Bei dem Brei passiert es natürlich nicht. Aber es sieht ansprechender aus. Definitiv. Als der Brei. Der Brei hat von besser geschmeckt. Aber das war ja auch nur Reis und Huhn. Und das ist jetzt nochmal indisches Masala. Hat ja auch nochmal, obwohl wir essen gerne indisch. Ja, ich denke, das kommt aufs Gericht an. Ne? Wir kommen zum nächsten. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Reispudding mit Beeren. Und ich glaube, wenn ich jetzt aufmache, wird das gut. So ein Geruchstraum. Darf ich bitte auch mal riechen? Wow. Nein. Ich darf, kannst du sowieso nicht essen. Ja, riecht schon. Und es riecht vor allen Dingen krass nach Himbeeren. Das also das wäre, glaube ich, auch was für Millie. Das würde Millie essen. Ich glaube auch. Wenn du dann noch so als Topping noch so richtig gefriergetrocknete Beeren drauf machst, das schöne in der Schale anrichtest, dann ist das definitiv unser Kind. Ja. Würde ich auch essen? Darf ich nicht. Also ich dürfte schon, ich habe immer Laktosetabletten dabei. Aber ohne Laktosetabletten geht es meinen Magen-Darm-Trakt einfach besser. Dann koste mal, ich bin schon ganz gespannt. Ich bin schon ein bisschen traurig. Kleiner Fun-Fact hier an der Stelle. Wo Janine gerade sagt, Millie würde das unter Umständen auch essen. Der erste Foodpack, der ist von Millie. Den hat er mir zum Geburtstag geschenkt. Mein 4-Jähriger schenkt mir einen Foodpack zum Geburtstag. Er ist schon ein kleiner Camper geworden. Und ich habe mir aus dem Grund dann tatsächlich, weil ich die so lecker fand, oder den ersten, den er ausgesucht hat, so lecker fand und so begeistert war, ganz viele bestellt von diesen zwei Firmen jetzt und immer wieder getestet. Und ich glaube, das hier ist das Geilste, was ich jemals geöffnet habe. Und ich bin schon gespannt, wie es schmeckt. Okay, testen wir mal. Es wird dir nicht schmecken. Ja, wenn er das sagt, dann sollte ich es nicht essen, weil es zu lecker ist. Weil er Angst hat, dass er dann nichts mehr abkriegt. Also, sorry, aber auf einer Skala von 1 bis 10 ist das auf jeden Fall bestimmt eine 9. Schmeckt das, ist das so ein bisschen wie Milchreis oder wie Grießbrei? Konsistenz ist definitiv so Milchreis-Grießbrei-artig, da hast du schon recht. Geschmacklich ist einfach wow. Schön. Ist leider geil. Schön, dann viel Spaß beim Essen.
Jetzt haben wir euch das so schön vorgestellt. Jetzt sollten wir uns mal über die Kosten noch unterhalten. Was kostet denn da so ein Foodpack? Ich weiß, was die Track-and-Food-Dinger kosten, weil Millie ist natürlich nicht alleine in den Outdoor-Laden gegangen, hat gesagt, ich möchte jetzt mal ein Foodpack für meinen Papa kaufen, sondern wir waren beide gemeinsam. Aber die sollen ja irgendwie teurer sein, ne? Die kosten eigentlich schon so ziemlich das Doppelte von denen. Diese Track-and-Eat kosten das Stück so zwischen 7 und 8 Euro. Mhm. 7 Euro und diese Tactical Food Packs, wie gesagt, so ziemlich das Doppelte. Ich möchte mir jetzt nicht entscheiden, welches die besseren sind. Ich fand, beide haben was voll Gutes an sich. Hier gefällt mir die Packung deutlich besser. Zumal ich kann sie wiederverwenden. Ich könnte hier jetzt die Packung auswaschen und irgendwelche Sachen reinpacken und das Ganze wasserdicht verschließen, was bei denen nach dem Öffnen nicht mehr funktioniert. Doch, wenn du das richtig, wenn du oben dieses Clip-Ding machst, wenn du das hier unten nicht aufreißt, dann hast du genau die gleiche Packung. Ja. Nein. Okay. Bei der Packung finde ich deutlich cooler. Ich schneide das mal raus, sobald das Moped weg ist, machen wir weiter, wa? Bei der Packung finde ich deutlich cooler, dass hier eine Skala dran ist und ich keinen Messbecher mehr brauche, was es bei denen hier nicht gab. Dann ist mir aufgefallen, die sind deutlich länger haltbar. Die nicht ganz so lange haltbar, aber deutlich günstiger. Geschmacklich möchte ich mich dazu nicht äußern, bis auf das Geilste, was ich jemals geöffnet habe, definitiv. Aber entscheidet selbst. Ich würde sagen, entscheidet selbst, was euch besser geschmeckt. Geschmäcker sind so verschieden. Und der eine oder andere sagt wahrscheinlich, bäh, sowas kann ich überhaupt nicht essen. Mein Fazit zu den Foodpacks ist eine coole Alternative, kann man machen. Aber persönlich würde ich jetzt sagen, es ist sehr, sehr teuer. Umwelttechnisch eher nicht. Und ich würde wahrscheinlich eher selbst kochen. Aber als Alternative kann man machen. Ja, also schon allein mit unserem Kind, ne? Er würde nie so ein gemanschtes Zeug essen. Ne, Kinder, wenn ihr Kinder selber habt, wisst ihr ja, es muss alles einzeln sein und am besten muss man ersticken daran, dann schmeckt es besonders gut. Und von daher wäre das definitiv nichts für ihn. Und wir lieben es ja, in anderen Ländern in den Supermärkten zu gehen. Also nicht, dass man das, wenn man die isst, ja nicht doch macht, aber das würde halt quasi ja dann wegfallen. Aber für Notration oder wenn du mal alleine bist, ne, den Großen besuchen gehst, ist das schon mal eine nette Alternative, glaube ich. Ja. Lasst uns doch mal wissen, was ihr von Foodpacks haltet und ob ihr schon mal welche getestet habt. Packt mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, macht mal einen Daumen nach oben. Haut auf den Abonnieren-Button, wenn ihr noch mehr sehen wollt. Und vergesst nicht, die Glocke einzuschalten, dann kriegt ihr nämlich gleich eine Info, dass das nächste Video da ist. So, während Olli sein leckeres und teures Foodpack noch genießt, könnt ihr doch gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr noch was wissen wollt, übers Freistehen, übers Campen, andere Alternativen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss!